einquartiert in einer Ferienwohnung bei der sehr netten Familie Weber in Östrich-Winkel, starten wir die letzten Etappen des Rheinsteigs von dort aus. Von dem nur wenige Meter entfernten Bahnhof in Östrich-Winkel fahren wir mit der Bahn nach Assmannshausen. Normalerweise startet die 18. Etappe vom Niederwalddenkmal. Da jedoch der Rest von der 17. Etappe noch aussteht, starten wir heute in Assmannshausen. Wer will, kann zum Jagdschloss mit dem Sessellift hinauffahren. Alle übrigen erreichen das Jagdschloss auf einem Waldweg. Die weitere Etappe wechselt zwischen Weinbergen und Wäldern. Der Anspruch ist eher moderat und man läuft überwiegend auf gut ausgebauten Wegen. Ihr führt am Niederwalddenkmal vorbei, weiter zur Abtei St. Hildegards und dem Kloster Marienthal. Die Etappe endet in den Weinbergen von Johannesberg. Trotz Rheingau zeigt auch hier das Höhenprofil ein munteres Auf und Ab. Wie schon angesprochen, starten wir in Assmannshausen und die Etappe endet mitten in den Weinbergen von Johannesberg. Das ergibt eine Streckenlänge von 19,3 Kilometer, wofür wir 5,5 Stunden benötigten. Beim Aufstieg legten wir 568 und beim Abstieg 581 Höhenmeter zurück. Vom Bahnhof gehen wir durch den Ort Assmannshausen Richtung Sessellift. Geplant ist, mit der Seilbahn hinauf zum Niederwalddenkmal zu fahren, um uns den langen und steilen Aufstieg zu ersparen. Doch leider nimmt die Bahn erst um 10 Uhr ihren Betrieb auf. Und so blieb uns nichts anderes übrig, den Aufstieg in Angriff zu nehmen. Es geht vorbei an den letzten Häusern und dann tauchen wir in den Wald ein. Beim Kreuzen der Seilbahn wurde bereits eine erste Kontrollfahrt absolviert. Für uns geht es weiter ins Tal hinein und immer weiter bergan. Als wir die Bergstation durch die Bäume erblicken, waren wir erstaunt, dass wir den Aufstieg doch relativ schnell hinter uns gebracht haben. Die Seilbahn selber hat ihren Liftbetrieb immer noch nicht aufgenommen. In unmittelbarer Nähe der Seilbahn befindet sich das Jagdschloss. Das Jagdschloss Niederwald, auf dem Plateau zwischen Rüdesheim und Assmannshausen gelegen, wurde 1764 im Auftrag von Graf Johann Friedrich Karl Maximilian von Ostein erbaut. Zugleich begann er, den Niederwald in einen Landschaftspark zu verwandeln. Nach mehreren Eigentümerwechseln wurde das Schloss in ein Hotel und Restaurant umgewandelt. So verläuft der Rheinsteig durch den ehemaligen Landschaftspark an verschiedenen Überbleibseln von Gebäuden und schönen Aussichtspunkten vorbei. Die Zauberhöhle wurde 1790 bis 91 erbaut und ist ein rund 30 Meter langer gemauerter Gang, der durch die Dunkelheit zu einer Raumaufweitung führt, in der einst eine schwach beleuchtete Zauberskulptur stand. Der finstere Gang mündet anschließend in einen Rundbau, die Zauberhütte. Früher war sie mit Wandmalereien versehen, die den Eindruck erweckten, als gäben Spiegel die Ausblicke auf die Landschaft der anderen Rheinseite wieder. Nur wenige Schritte weiter wartet der Rittersaal mit einem weiteren spektakulären Blick auf uns Wanderer. Ostein ließ 1791 einen kleinen Bau mit gotischen Fenstern und einem Kreuzgewölbe errichten, der jedoch 1876 abgerissen wurde, wovon nur noch die Grundmauern erhalten geblieben sind. Unter dem Aussichtspunkt liegt das Bingener Riff, eine gefährliche Schiffspassage.
Wir gehen weiter entlang am Hang zur künstlich errichteten Ruine Rossel. Graf Karl Maximilian von Ostein ließ 1787 an der höchsten Stelle des Niederwaldes die Ruine Rossel errichten. An dieser Stelle, hoch über dem Rheintal, kann man eine wunderschöne Aussicht auf Bingen und die nahe Mündung sowie den Mäuseturm, das Bingener Loch und die Burgruine Ehrenfels genießen. Wir verlassen die Ruine Rossel und gehen bergab Richtung Weinberge. Erneut stoßen wir auf einen der Weinverkaufsstände, die sich in verschiedenen Weinbergen befinden. Nach einer Alterskontrolle mit Hilfe dem Personalausweis öffnet sich eine Tür zu einem Lagerraum, in dem man sich die bezahlte Weinsorte entnimmt. Mit Blick auf den Mäuseturm und die nahe Mündung verläuft der Rheinsteig wieder auf einen Wall zu. Hier folgen wir dem aufwärts führenden Forstweg, bis wir den Hauptweg zwischen dem Jagdschloss und dem Niederwalddenkmal erreichen. Nun ist es nicht mehr weit bis zur Germania, wie die Rheingauer die gewaltige Bronzefigur nennen. Unterhalb der Statue haben wir den vielgerühmten Blick über Rüdesheim hinweg ins Rheintal. Vor dem Niederwalddenkmal zu stehen, ist schon aufgrund der schieren Größe beeindruckend. Die gesamte Anlage ragt 38 Meter in die Höhe und wiegt in der Gesamtheit etwa 75 Tonnen. Der auffälligste und gleichzeitig größte Teil ist die auf dem Sockel gestellte und weithin sichtbare Germania, die es allein auf 12,50 Meter Höhe und einem Gesamtgewicht von rund 32 Tonnen bringt. In dem Sockel zu Füßen ist die Hauptinschrift eingemeißelt, die an den Deutsch-Französischen Krieg und die Einigung des Reiches erinnern soll. In Großbuchstaben ist dort zu lesen, zum Andenken an die einmütige, siegreiche Erhebung des deutschen Volkes und an die Wiederauferrichtung des Deutschen Reiches 1870 bis 1871. Ja. Mit dem Verlassen der Germania startet nun die 18. Etappe des Rheinsteigs. Der wunderbare Tempel ließ ebenfalls Karl Maximilian von Ostein erbauen. Im 19. Jahrhundert wurde der Tempel zu einem herausragenden Symbol seiner Epoche durch die Künstler, Dichter und Philosophen. Bei einem schweren Luftangriff im November 1904 wurde er zerstört. Durch die Initiative einiger Rüdesheimer Bürger wurde im Jahre 2003 der Förderverein gegründet. Bereits an Pfingsten 2006 konnte die Einweihung des wiedererstandenen Tempels gefeiert werden. In einem kurzen Waldstück kreuzen wir die Seilbahn, die von Rüdesheim zum Niederwalddenkmal hinaufführt. Und dann hat man den Trubel endgültig hinter sich gelassen. Die nächsten Kilometer führen fast nur durch Weinberge.
Nach einiger Zeit zeigt sich die Benediktinerabtei St. Hildegard. Sie liegt oberhalb der Stadt Rüdesheim am Rhein, mitten in den Weinbergen. Von manchen irrtümlicherweise für ein romanisches Bauwerk gehalten, wurde sie jedoch erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts erbaut. Der Eindruck des Gebäudekomplexes ist riesig, so dass man meinen könnte, hier würden einige hundert Benediktinerinnen leben. In Wahrheit sind es nur 50. 50 Ordensfrauen, die in ihrem Klosterladen nicht nur Hildegards Schriften, sondern auch Weine und andere Köstlichkeiten aus eigenem Anbau anbieten. Mehr als 100.000 Besucher kommen jährlich zur heiligen Hildegard von Bingen nach Rüdesheim. Pilger, Busgruppen und Wanderer. 20 Gästezimmer bietet die Abtei für diejenigen, die das Klosterleben ausprobieren möchten. Wir verlassen die Abtei und folgen dem Rheinsteig weiter durch die Weinberge. Nach den Weinbergen folgt nun eine Waldpassage. Nächstes Ziel ist das ehemalige Kloster Notgottes, idyllisch im Blaubachtal gelegen, was wir aber nicht aufsuchen werden. Es war über Jahrhunderte hinweg eine bedeutende Wallfahrtsstätte. Kurz vor dem ehemaligen Kloster führt uns die Rheinsteigbeschilderung weiter bergan. Hier folgen wir dem Holzlehrpfad bis zur Antoniuskapelle. Anschließend kreuzen wir die K630 und gehen durch die Felder auf den Ort Marienthal zu. Erneut tauchen wir in den Wald ein und umlaufen den Ort. Auf einer großen Lichtung im Wald verlassen wir den Waldweg und folgen einem Trampelpfad bergab zum Kloster Marienthal. Die Anfänge des Klosters liegen im Verschwommen einer Legende. Erste Nachrichten sind aus dem Jahre 1330 bekannt. Die Marienthaler Wunderchronik berichtet von allerlei seltsamen Ereignissen, die von einem Gnadenbild der schmerzhaften Mutter Gottes bewirkt sein sollen. Noch heute ist das Kloster ein weltbekannter Wallfahrtsort. An großen Wallfahrtstagen oder auch bei schönem Wetter geht die Zahl der Pilger häufig über das Fassungsvermögen der Kirche hinaus. Die Gottesdienste werden dann im Freien auf einem großen Pilgerplatz hinter der Kirche abgehalten. Heute leben noch einige Franziskaner im Kloster Marienthal und betreuen weiterhin die Pilger. Wir verlassen das Kirchengelände, indem wir die Kirche umlaufen, und gehen an der Stirnseite zu einer Grotte, die ein Mosaikbild beinhaltet.
Kurz danach biegen wir nach rechts ab. Statt nun direkt nach Johannesberg zu laufen, wendet sich die Route vom Rheintal weg und folgt dem Philosophenweg aufwärts in den Rheingauer Wald. Wollte ein Prior einen Mitbruder strafen, so jagte er ihn schließlich den Berg hinauf. Wir machen das heute freiwillig. Steil, meine Füße stehen. Ganz steil. Boah. Noch steiler. 50%. Nach dem anstrengenden Steilstück treffen wir auf einen Forstweg, dem wir nach links folgen. Der weitere Weg schraubt sich nun langsam auf den Sandkopf hoch. Hier wird die L3272 gequert, um jenseits noch ein Stück aufzusteigen und dann im Wiesengelände scharf nach rechts abzubiegen. Hier hat man nun wieder die stolze Höhe von 320 Meter erreicht. Auf einem fallenden Wiesenweg biegt man nach links zum Waldrand ab. Was folgt, sind einige Meter Waldfahrt in ihrer schönsten Art. Der weiterführende Rheinsteig führt am Hotel Neugebauer vorbei, in dem man zu akzeptablen Preisen übernachten könnte, wenn eine Übernachtung auf dem Rheinsteig eingeplant ist. Mit dem Austritt aus dem Wald liegt die Ortschaft Schloss Heide vor uns. Wir gehen links und sofort wieder rechts, zwischen Feldern und Weinbergsflächen hindurch. Der Wingertsweg ist mittlerweile eine Asphaltstraße geworden, die an einem Schützenhaus vorbeiführt. Wir verlassen die Straße und durchschreiten auf einem Fahrweg eine Weinbergsmauer. Nun befinden wir uns auf der Weinanbaufläche vom Schloss Vollrath. Zur Rechten erblicken wir den Doppelort Estrichwinkel, in dem wir unsere Ferienwohnung für diese Woche haben. Durch die Weinbergsflächen gehen wir in Richtung Estrichwinkel und beenden die 18. Rheinsteigetappe. Morgen startet die 19. Etappe am Schloss Vollrath. Das Fazit: eine lange Etappe, die besonders am Anfang gespickt war mit vielen Sehenswürdigkeiten. Ob es die Bauten von Graf Karl Maximilian von Oststein waren, das Niederwalddenkmal, Abtei Hildegard oder Kloster Marienthal. Alles in allem mal wieder eine sehr schöne Etappe.